Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar. Und hier oben ist es arschkalt. Noch mehr, weil ich das Video sogar zweimal anfangen musste. Denn ich habe was politisch vollkommen Unkorrektes gesagt. Und das ist wirklich eigentlich ziemlich witzig gewesen. Das war so witzig, aber das kann ich einfach nicht bringen. Vielleicht in zukünftigen Videos. Okay Leute, Red Bull, blau. Es ist so blau wie der Enzian und es ist mit Heidelbeergeschmack. Oh, Heidelbeer rate ich schon öfters von Crazy Wolf, ne? Oh, ja, und den von Aldi, den habe ich aber noch nicht rezensiert. Ja, die Farbe ist wirklich krass. Und die Farbe nennt sich Anthocyane und Brillantblau. Auch das kommt mir bekannt vor. Das hatte ich schon bei irgendeinem Energy Drink. Ich werde das hier verlinken. Ja, da habe ich auch dann von so hinten geleuchtet. Das war der allergleiche Geschmack. Da musste ich von hinten mit dem Handy leuchten. Einen Moment. Gleich ist es soweit. Ihr ungeduldigen ADS-Zuschauer. Ich weiß ja, die schalten immer wegen allem weg. Sorry, ich wollte euch nicht beleidigen, vor allem nicht die Älteren unter euch, eher die Jüngeren. Ja, es ist ein Lila. Oh, ja, es riecht wirklich sehr nach Heidelbeere, allerdings ein bisschen zu stark. Es riecht eher wie so eine Süßigkeit oder wie so ein Kaugummi. Mir kommt das so bekannt vor, als ob ich das alles schon mal geredet hätte. Aber diesmal ist es nicht wie beim Dr. Pepper, den habe ich nämlich zweimal rezensiert, einmal hier und einmal hier. Boah, geil. Haut einen fast um. Also richtig intensives Heidelbeeraroma, ist geil, gefällt mir. Irgendjemand hat mir auch in die Kommentare geschrieben, Orange ist kacke, Blau ist cool oder sowas. Ne? Fast wie bei meinem Yum-Yum-Video. Da betteln die sich auch gegenseitig, die Kids, welche Sorte jetzt am besten ist. Ne? Wobei das eigentlich ein Erwachsenenkanal ist. Schließlich sollten meine Zuschauer so erwachsen sein wie ich. Richtig geil. Was steht da noch so drauf? Ja, weltweit geschätzt von Spitzensportlern, Studenten, Alkoholikern und weiteren Schwachköpfen. Erhöhter Koffeingehalt nur in moderaten Mengen konsumieren. Und bei langen Autofahrten. Ja, darüber habe ich mich ja auch schon mal lustig gemacht, über das ganze Zeug hier. In meinen ganzen anderen Red Bull Reviews. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch eine Infokarte? Man hat immer nur 5 Infokarten, die man verlinken kann. Ja, 46 Kilokalorien ist für meinen Geschmack etwas zu süß. Aber das Aroma ist arschgeil. Sorry. Normalerweise drücke ich mich etwas elaborierter aus. Ja, nur ein bisschen zu süß wieder, ne? Die Säure passt. Geschmack ist geil. Das wäre sehr gut mit Eiswürfeln jetzt wieder. Weil das Aroma ist intensiv genug, um zusammen mit den Eiswürfeln immer noch genug Geschmack zu haben. Die Süße wäre dann etwas verringert. Die Säure ist auch ziemlich stark, wäre dann etwas niedriger. Dann würde das auch sehr gut passen. Also das ist was mit Eiswürfeln am besten. Oder sehr, sehr, sehr kalt. Und wenn ihr sehr, sehr, sehr viel Zuckerbedarf habt. Okay. Ich habe Zuckerbedarf. Oh, einmal die Minimaus her. Ich habe Zuckerbedarf, denn ich muss noch 2 Videos aufnehmen und wir haben 3:30.
Ciao Leute, hier oder hier weitere Videos von mir. Macht's gut. Als nächstes rezensiere ich einen Tee, glaube ich. Abonniert mich, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn ihr zwei Accounts habt, zwei Daumen hoch. Ciao Leute. Das hatte ich schon bei irgendeinem Energy Drink. Mein Gehirn ist eingefroren. Ich werde das hier verlinken.